was passiert ist, verzeih ich mir das nicht. Kannst du mir mal helfen? Beruhigen. Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt, naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Es ist sicher nicht so schlimm, wie du denkst. Hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau. Er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Dezember 1604. Ich habe dieses Tagebuch viel zu lange vernachlässigt. Der Aufbau der Mission nimmt uns vollkommen in Beschlag. Jeden Tag treffen mehr Menschen ein. Einheimische Dorfbewohner, die konvertieren wollen, kriegsmüde Soldaten und andere, deren Glaube durch die lange gefährliche Reise durch den Dschungel auf die Probe gestellt wurde. Sie alle werden von Lopez Botschaft der Reinheit durch harte Arbeit angelockt. Wir arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und anschließend verbringt Lopez oder Angel de la Cruz, wie er sich jetzt nennt, den Abend mit Predigten über den Zweck dieser Mission, den Auserwählten auf die Probe zu stellen. Er ist jetzt deutlich ruhiger und falls er noch immer glaubt, von etwas verfolgt zu werden, behält er es für sich. Morgen beginnen wir mit dem Bau der Bibliothek, in der die Schatulle sicher aufbewahrt werden wird, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der Auserwählte sie findet.
Gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Hi, hallo. Sieh dir ruhig alles an. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Es war nett, mit dir Geschäfte zu machen. Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten.
Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich schwimme mit einer Schildkröte, gesehen nur von jenen, die die Furcht fallen lassen. Hunderte haben sich von ihrem heidnischen Glauben losgesagt und den Lehren des Katholizismus zugewandt. Die Leute müssen zuerst die Sprache lernen, bevor wir sie in den Lehren unterweisen können. Außerdem sind die meisten von ihnen nicht wirklich aufgeschlossen, sondern wollen nur deshalb zum wahren Gott konvertieren, weil sie mögliche Konsequenzen fürchten. Aber das ist unwichtig. Alle Wege führen in Gottes Licht. Meine Überzeugung, dass wir diese armen, verlorenen Seelen retten werden, lässt mich ruhig schlafen. Auszug aus dem Tagebuch von Beltran, Ordinis Predicatorum. D.
Die Verzierungen dieses Anhängers entsprechen der Inka-Tradition. Allerdings zeigt das Bild eindeutig einen Aztekenkrieger. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein.
Ich hatte nicht mit Fallen gerechnet. Ein Speer hat meinen Bauch durchbohrt. Jeder Atemzug schmerzt. Betet für mich. Oh Gott, was riecht denn da so? Vielleicht ein Unterwasserweg. Ich muss den Raum trockenlegen. Dieser Maya-Gott ist dunkelbraun, beinahe schwarz, mit schwarz umrandeten Augen und Gesichtszügen, die an ihren äußeren Rändern zu schmelzen scheinen. Das kann nur Ektuai sein. Er ist der Schutzgott der Kakaobohne, was auch seine Farbe erklärt. Da die alten Mesoamerikaner die Bohne auch als Zahlungsmittel nutzten, wurde Ektuai auch als Gott der Kaufleute und des Handels verehrt. Interessanterweise wurde er bei seiner ersten Erwähnung in den Überlieferungen noch als Gott des Konflikts dargestellt. Ich muss den Raum trockenlegen. Vielleicht ein Unterwasserweg. Ich muss den Raum trockenlegen. Der enthaupteten Götter der Unterwelt sein.
Da scheint ein Floß unter der Oberfläche zu sein. Dafür habe ich nicht genug Platz. Darauf. Ich muss darauf. Die Piranhas fressen die Leichen auf. Darauf. Ich muss den Wasserstand senken. Ich bin Truilo Serrano und das sind vermutlich die letzten Worte, die ich schreibe. Andres Lopez, oder Angel de la Cruz, wie er sich seit einigen Jahren nennt, hat endgültig den Verstand verloren. Seine Anforderungen sind gestiegen und wurden immer mörderischer und grotesker, während wir seine Krypta errichten. Der Bau ist beinahe abgeschlossen. Ich weiß, ich werde sterben, wenn unser Werk vollbracht ist. Das hat mir Lopez in einem seiner wenigen klaren Momente selbst gesagt. Diese verfluchte Kiste. Möge sie dafür verdammt sein, was sie dem Mann angetan hat, den ich traurigerweise bis heute bewundere. Ich muss den Wasserstand senken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Ein Alux, Plural Aluxhub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxhub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Thank you.
Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Es scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Phew.